Mach jeden Tag zum Behaupte dich gegen Mobbing-Tag. Hey, herzlich willkommen hier auf YouTube. Du wirst hier gleich ein Video sehen, was nicht so schön ausgeleuchtet ist wie hier. Das ist einfach bei mir im Homeoffice gedreht worden mit einer Handycam. Licht kommt von hinten. Lenny schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, wie kann man nur so schlecht ausleuchten? Aber hey, es ist aus einer spontanen Aktion entstanden. Und da wir den Inhalt wirklich gut und wichtig finden, auch hier auf YouTube mal etwas schlechtere Videoqualität, aber dafür inhaltlich natürlich guter Input für euch. Also, es wechselt jetzt das Bild. Viel Spaß beim Schauen. So, heute mal hier aus dem Homeoffice ein Video, was mir sehr am Herzen liegt. Gestern war der Behaupte dich gegen Mobbing-Tag. Und wenn du gestern daran teilgenommen hast, Daumen nach oben. Mega cool, dass du dich dafür einsetzt, dass Mobbing in unserer Gesellschaft weniger wird. Es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich stark machen für dieses Thema. Ich habe allerdings auch einen Appell. Wir dürfen nicht nur an einem Tag laut in den Medien schreien, wie schlimm Mobbing ist. Wir müssen jeden Tag etwas dafür tun, dass sie wirklich was ändern kann. Mach jeden Tag zu einem, ich behaupte mich gegen Mobbing-Tag. Steh auf, wenn du etwas siehst und übernimm Verantwortung dafür. Helf den entsprechenden Opfern dabei, indem du ihnen den Rücken stärkst, dich nicht wegschaust, ein Helfer anstatt ein Zuschauer wirst. Ich beobachte eine Sache und die beobachte ich aktuell in vielen Bereichen. Es gibt ja immer für jede Sache gibt es einen Tag. Der Tag gegen Mobbing, der Tag gegen Hate Speech, der Tag gegen Diskriminierung, der Tag, keine Ahnung, für Oldtimer, der Tag für irgendwas. Es gibt für alles Tage. Und ich finde das gut, nur damit ich es richtig verstanden werde. Ich finde das gut. Ich glaube nur daran, dass wir aufpassen müssen als Gesellschaft, dass wir nicht irgendwann immer nur diesen Tagen nachlaufen, dann einmal im Jahr unser Gewissen beruhigen, aber im Endeffekt nichts in unserem Leben ändern. Als kleines Beispiel, das ist ungefähr so, wie wenn ich sehe eine Dokumentation über zum Beispiel Tierleid, esse dann 2 Tage die Woche vegetarisch oder vegan, um danach aber wirklich das schlechteste Fleisch aus dem Discounter zu holen, was es irgendwie gibt, womit ich natürlich die Massentierhaltung hundertprozentig befeuere. So, das ist so ein bisschen so ein Alibi-Ding und ich will jetzt damit wirklich, ich will hier richtig verstanden werden, aber es ist mir wirklich ein Herzensthema, dieses Mobbing-Thema. So wie für andere Menschen das Thema Tierwohl ein Herzensthema ist, für andere wiederum das Thema Frauenrechte, für wieder andere das Rechte, die Rechte von anderen Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft. Also es gibt ja verschiedenste Menschen, die sich für verschiedenste Dinge einsetzen. Bei mir ist es jetzt das Thema Mobbing, andere setzen sich für andere Themen ein. Und ich glaube, dass wir aber als Gesamtgesellschaft aufpassen müssen, dass wir nicht so, ich mache es jetzt extra ein bisschen böse und mit einer Spitze. Jeder, der sich den Schuh anziehen will, muss ihn am Ende auch tragen. Ich meine das jetzt wirklich nicht als Angriff, aber schon als wohlgemeinte Hinweis. Ich habe ein Problem damit, wenn wir irgendwann so Hashtag-Menschen werden. Ah, welcher Hashtag ist denn morgen trending? Behaupte dich gegen Mobbing-Tag. Krass. Warte mal, da mache ich auf jeden Fall eine Story zu. Ich bin gegen Mobbing. Ich bin gegen Mobbing. Hier, Hashtag. Behaupte dich gegen Mobbing. Der Tag. Bam. Stell mich dann hinterher an die Kaffeemaschine in meiner Firma und läster über die Kollegen. Oder, hey, krass, heute ist trending, viele Tiere in der Welt leiden natürlich logischerweise, aber warte mal, das ist trending, lass mich mal auf jeden Fall eine Story machen, damit ich trende. Wir müssen uns gegen Tierwohl fürs Tierwohl einsetzen. Und danach mache ich mir ein Wiener Schnitzel. So, also das ist halt so ein, das finde ich nicht gut und deswegen möchte ich einfach nur. Und wie gesagt, man kann das alles kritisch sehen, was ich sage, weil ich natürlich auch mich nicht für jedes Thema, was wir in der Welt haben, hundertprozentig einsetze, weil auch meine Lebenszeit und meine Lebenskapazität begrenzt ist. Ich habe mich bewusst für das Thema Mobbing entschieden, weil ich finde, es ist ein Inner Calling bei mir. Andere Dinge, da habe ich kein Inner Calling. Das ist aber auch okay so. Du hast vielleicht dein Inner Calling.
Ich möchte nur darauf hinweisen, du kannst jeden Tag etwas gegen Dinge tun. Du kannst es tun, ohne das medial auszunutzen. Ich habe gestern Medien gesehen und Menschen aus den Medien, die im Rahmen des Ich behaupte dich gegen Mobbing-Tag etwas gegen Mobbing gepostet haben, die aber noch vor Wochen Menschen durch den Dreck gezogen haben medial. Und das passt ja nicht. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Jetzt, ich höre schon wieder die Stimmen, so steht es auch in Ich sei stark wie ein Löwe. Gerade wenn es um Promis geht, nehmen wir uns häufig wie selbstverständlich das Recht heraus, über sie herzuziehen, zu lästern, sie zu diffamieren, sie an den Pranger zu stellen. Wenn das aber mit unseren Kindern gemacht wird, reden wir von Mobbing und von Verrohung der Gesellschaft. Und genau sowas habe ich gestern an dem Ich behaupte dich für Mobbing-Tag wahrgenommen. Menschen, die sich gegen Mobbing stark machen, verdammt gut, die aber noch vor Tagen mit den Spielarten von Mobbing sehr, sehr klar, also die gemobbt haben. Im positiven Fall ist durch den Tag gestern ein Umdenken entstanden. Und die, die bis jetzt noch das Ganze gemacht haben, haben gestern durch den Tag gemerkt, das macht ja keinen Sinn, ich mache mich stark gegen Mobbing und ich bleibe jetzt ein Vorbild. Häufig beobachte ich aber, wie gesagt, das Gegenteil. Ich mache etwas, es gibt einen Tag, ey cool, Trending, Story, cool, Internet, cool, Reichweite, cool. Und dann mache ich so wie immer. Und das, glaube ich, wird den schwierigen Themen nicht gerecht, die wir in dieser Zeit haben. Und Mobbing ist nur mein Thema, für das ich mich einsetze. Und ich weiß, dass ich in anderen Teilbereichen auch noch Luft nach oben habe. Ich glaube aber daran, dass in ganz vielen Bereichen, wo sich Menschen für stark machen, ob es das Thema Mobbing ist, Diskriminierung, Sexismus, Hate Speech, Rechte von Randgruppen oder was auch immer, ich weiß es nicht, was man da jetzt alles nennen kann, dass es im Kern ja immer um dasselbe Thema geht. Respekt vor jedem Menschen, Wertschätzung jedem Menschen gegenüber, auch wenn ich manchmal eine Meinung nicht gut finde. Wenn ich mich aber auf der einen Seite als Beispiel gegen Hate Speech, Mobbing, Diskriminierung und Ausgrenzung stark mache, aber jegliche Person, die eine andere Meinung hat als ich, ausgrenze, diskriminiere und an den Pranger stelle, dann werde ich meinem eigenen Thema ja nicht gerecht. Also als Beispiel, ich bin auch nicht der Meinung von dem, also ich bin auch nicht immer der gleichen Meinung wie viele Menschen aktuell in der Welt. Trotzdem probiere ich mit jedem vernünftig umzugehen. Klar, wenn mich jemand total schlecht behandelt, dann gebe ich da keine Aufmerksamkeit rein. Dann ist diese Person für mich erstmal, also dann beachte ich das nicht weiter. Aber nur weil jemand eine andere Meinung hat als ich oder nur weil jemand einen anderen Standpunkt vertritt, probiere ich trotzdem respektvoll zu bleiben. Das ist behaupte dich gegen Mobbing. Every day. Nicht nur an einem Tag mit einem besonderen Datum, mit einem trending Hashtag und einer geilen Insta-Story, die ich posten kann. Jeden Tag. Und ich weiß nicht, wie du unsere Gesellschaft beobachtest. Ich beobachte leider auch eine Gesellschaft der Doppelmoral. Ich beobachte eine Gesellschaft, die Wasser predigt, aber Wein trinkt, also sprich, die, solange es ihre eigenen Cluster betrifft, natürlich wertschätzend, meinungsfrei und tolerant sind, sobald es außerhalb ihres Clusters ist, aber Menschen diskriminiert an den Pranger gestellt oder diffamiert werden. Und es wird immer gedeckelt mit, wir tun das ja für die gute Sache. Menschen diskriminieren, ausgrenzen und verbal in Ecken stellen oder verletzen, ist keiner Sache dienlich, weil sie immer ein Mangel an Respekt, Wertschätzung und Achtsamkeit innehat. Also jedes Mal, wenn ich sage, für eine Sache muss man kämpfen und dann müssen halt die, die die Sache nicht verstehen, leiden, damit sie endlich aufwachen, dann ist das schon der Kern des Problems. Wir glauben, Menschen müssen leiden, fertig gemacht oder diskriminiert werden, wenn sie nicht unserer Meinung sind. Während wir uns gleichzeitig für mehr Toleranz oder Ähnliches für eine gewisse Gruppe wünschen, der wir zugehörig sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das als, ich weiß nicht, möglicherweise schreibt jetzt auch in die Kommentare, ich bin ein Idiot oder sonst was, weil ihr auch sagt, nein, das stimmt nicht. Aber mir ist das echt wichtig. Wenn wir was für unsere Kinder verändern wollen in der Zukunft, dann endet das nicht hinter unserer eigenen Haustür oder hinter unserer eigenen Moralvorstellung oder hinter unserer eigenen Komfortzone.
sondern dann bedeutet das, will ich Liebe in die Welt tragen, Respekt und Achtsamkeit, dann bedeutet das im ersten Schritt, egal wer vor mir steht, ich kann hart in der Sache diskutieren, aber bin wertschätzend dem Mensch gegenüber. Ich beobachte aber auch einen Trend dahingegen, dass man hart in der Sache, aber auch hart gegen den Mensch ist. Und das wird keinem Thema gerecht, finde ich persönlich. Denn wenn wir mehr Liebe, Respekt und Achtsamkeit in der Welt wollen, dann bedeutet das, dass wir vor unserer eigenen Haustür kehren und überlegen, lebe ich das, was ich mir wünsche? Und daher mach doch jeden Tag zu diesem Tag, wo du für eine Sache dich stark machst. Und ich finde im Kern all der Dinge, über die wir uns ja auch in der Gesellschaft unterhalten, ist Achtsamkeit, Respekt, Nächstenliebe und Liebe allgemein eigentlich der Schlüssel. Nenn mich Träumer, nenn mich Idiot, nenn mich Spinner. Aber ich glaube das. Vielleicht konnte ich den einen oder die andere von euch ein bisschen zum Nachdenken anregen, ein bisschen motivieren, dass man jeden Tag etwas tun kann und dass wir eben halt nicht nur einen Tag im Jahr Mobbing anprangern und bekämpfen, sondern dass wir jeden Tag im Jahr etwas dafür tun, dass unser Umfeld mehr in Liebe und Achtsamkeit agiert als in Hass und Gewaltstrukturen. In dem Sinne, ciao. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du mehr sehen möchtest, schau gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei. Auf Instagram, Facebook oder auf meinem Podcast Starke Kinder, starke Zukunft. Außerdem ganz wichtig, damit du hier nichts verpasst, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn auch du Kinder nachhaltig für die Zukunft stärken möchtest, dann schau doch mal bei unserer Ausbildung vorbei. Wir bilden dich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Auf www.starkauchohnemuckis.de bekommst du mehr Infos dazu. Ja, und jetzt werden dir hier irgendwo noch weitere Videos und Playlists eingeblendet, damit du weiter auf diesem Kanal stöbern kannst. Danke, dass du hier bist.